Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und das ist ein First Look von Crysis Remastered und der kompletten Trilogie im Endeffekt, denn die Teile 2 und 3 schaue ich mir auch noch an auf GeForce Now. Und eins vorweg, es funktioniert richtig gut, sieht richtig gut aus, aber wir müssen uns einmal die Einstellungen anschauen. Ich habe Crysis vorher noch nicht gespielt. Ich glaube, die halbe Menschheit hat Crysis schon gespielt, ich nicht. Und ich finde es richtig gut. Hat mich ein bisschen von meiner Far Cry 6 Enttäuschung abgelenkt. Was ich euch zeigen möchte, ist zum einen hier die Grafikeinstellungen. Ich habe in dem Fall hier die Can It Run Crysis ausgewählt. Ihr werdet gleich sehen, dass das nicht unbedingt die beste Einstellung ist, um es auf GeForce Now zu spielen. Ihr solltet, und das könnt ihr hier tun, die optimalen Einstellungen wählen. Und wenn er das jetzt tut, oder abstürzt. So, er hat jetzt auf hoch gestellt und damit läuft es definitiv besser. Oder ich sag mal flüssiger. Trotzdem, ich zeige euch einmal die Can It Run. Die Can It Run Crysis Einstellung. Das ist eine kurze Gameplay-Einführung. Ich bin nicht mehr am Anfang, ich bin ein bisschen weiter. Also, wenn ihr Spoiler vermeiden möchtet, dann skippt bis ans Ende, wenn ich euch das Fazit ziehe. Also, wenn man jetzt nicht im Spiel ist, dann geht es ein bisschen schneller. Also, wenn ihr im Hauptmenü ist und da ein bisschen rumspielt, dann funktioniert das. Aber ich bin jetzt hier im Spiel und es laggt halt, wenn ich umstelle. Ansonsten, mein allgemeiner Eindruck ist sehr, sehr, sehr gut. Ich habe getestet den Razer Kishi und DualShock Controller mit GeForce Now am PC und mit dem Smartphone und funktioniert die Controllersteuerung ohne Probleme. Wir haben deutsche Sprachausgabe. Untertitel sind auch verfügbar. Ihr könnt hier noch Setup vornehmen, Maus und Tastatur oder Controller. Generell, Blut solltet ihr aktivieren, ist deaktiviert von Anfang an. Schwierigkeitsgrad könnt ihr leicht, normal, schwer, Delta. Und ansonsten, wir gehen jetzt mal ins Spiel. Und schon geht's los. Das Spiel ist bockschwer, meiner Meinung nach. Selbst auf leicht ist es nicht so leicht. Hier ist mein aktuelles Objective. Sie nähern sich jetzt einigen KV-Stellungen. Feuern Sie sie mit Granaten aus. Komm schon. Wo sind denn die anderen? Sind die da oben oder was? Thank you.
Oh, shit. Ich geh mal... Oh, hallo. Also es ist ein absolut klassisches Gameplay. Ich musste mich auch erst wieder dran gewöhnen. Auch dieses Waffenaufheben ist nicht selbstverständlich. Und also jetzt läuft es auch gerade in diesem Modus. Es kann aber sein, dass eure Frames relativ instabil sind. Da müsst ihr halt gucken, was gerade in der Session am besten läuft. Ob es jetzt dieser Can It Run Crisis Modus ist, also der höchste Grafikmodus, oder aber hoch. Also die Einstellung müsst ihr einmal durchgehen. Also wie gesagt, hier dieses Aufsammeln von Waffen fand ich ein bisschen strange, sich da wieder dran zu gewöhnen. So, da hinten ist die Signal... Da hinten müssen wir ungefähr hin. Mal gucken, wie wir da jetzt hinkommen. Ah, ich denke mal, ich weiß wie. Ansonsten, ich find dieses Szenario ziemlich geil. Also ich werde jetzt hier nichts spoilern, also zumindest nicht. Werde ich euch nichts darüber erzählen, aber ich finde es ziemlich cool. Und du bist einfach hier diese Killermaschine mit diesem Anzug. Diese Effekte, das ist schon... Also Teil 2 und 3 sind noch eine andere Nummer. Aber ich glaube schon, dass man das bei Teil 1 auch durchaus sieht, was hier angepasst wurde. Auch Raytracing, auch wenn es nicht so stark ins Gewicht fällt hier. Hier habt ihr noch einen Nachtsichtmodus. Dann habt ihr diese Kamera, die auch Gegner markiert. Das ist das hier. Waffenmodus umschalten mit dem linken Digipad. Rechts sind die Granaten. Tarnfeld aktiviert. Ich habe im Moment einen Tarnmodus, dann habe ich noch so einen Panzerung, genau. Dann kann ich hier wieder die Waffe auswählen. Die andere ist leer. Okay. Da sollte ich vielleicht mal die Schrotflinte aufheben. Vielleicht hilft das ja. Da sind sie ja endlich. Na endlich, komm schon. Was sagen Sie dazu? Das ist ein Schiff. Da hatte wohl jemand Probleme, sein Boot einzuparken. Wir sitzen in der Sackgasse fest. Und ich habe den sicheren Kanal zum JSOC verloren. Zu viele elektrische Interferenzen hier. Hey Boss, ich hab hier was. Eine topografische Karte. Da ist ein Gebiet markiert. In diesem Tal hier muss die Ausgrabungsstätte sein. Wieso sind Sie da so sicher? Bin ich nicht, aber mehr haben wir leider nicht. Wir brechen sofort auf. Ich gehe nirgends hin. Erstmal beantworten Sie mir ein paar Fragen. Ich kaufe Ihnen diese Bergungsscheiße nämlich nicht mehr ab. Ja. Seit wann haben die Nordkoreaner einen verschissenen Froststrahl? Ja, genau. Ich habe das Gefühl, ich bin hier in einem verdammten Comic gelandet. Ich habe Ihnen alles gesagt, was Sie wissen müssen. Das ist Blödsinn und Sie wissen es. Aztec ist tot und wir haben keine Ahnung, was ihn getötet hat. Ich habe ihn gesehen, Boss. Er war verstümmelt, in zwei Hälften gerissen. Ich meine, womit haben wir es hier zu tun? Doch nicht nur mit Koreanern. Chester hat recht. Wenn dieser Rosendahl verrückt wäre, wären wir nicht hier. Schluss jetzt, Psycho! Sie kennen Ihre Befehle. Unser Job ist es, diese Leute zu finden und das werden wir tun. Und jetzt brechen wir auf. Was? Das ist ein Befehl. Da ist was. Das eskaliert. Ich schwöre, das eskaliert. Es hat Chester! Wir müssen hier weg! Wir müssen hier weg! Los! Okay, das sind keine Koreaner mehr hier. Vorwärts!
Seht ihr es? Wo ist das hin? Hier lang! Vorwärts! Los! Ja, Leute, kommt mal an. Weiter, weiter, weiter. Wir müssen Chester finden. Nach Osten gehen wir. Vorwärts. Ihm nach. Los, los. Vorwärts. Wir müssen Chester. Ja, ja, ja. Ich warte ja nur auf euch. Ist so. Was ist denn hier los? Kommt mal ein bisschen schneller. Ihr habt doch auch solche Anzüge, ne? Los, los! Finden Sie Chester erfüllt. Ja, was so ein bisschen, das stimmt, also rausreißen tut es schon ein bisschen, wenn man hier diese Ladebildschirme hat. Auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Serious Sam 4 wäre jetzt ein aktuelles Beispiel, das es auch hat. Aber das hat seine eigenen, ganz, ganz eigenen Probleme. Ja, dauert ein bisschen. Das ist so der einzige. Vielleicht kommt es ja für Stadia. Da sind wir es gewohnt, ein bisschen schnellere Ladezeiten zu haben. Wie die Fliegen. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Mein Wort darauf. Und jetzt zur Seite. Ich muss ihn neutralisieren. Mach's gut, Kumpel. Aufpassen, Jungs. Kommunikationszentrum voraus. Geben Sie mir Deckung mit. Ihr habt hier kein freies Speichersystem, sondern es geht über Kontrollpunkte. Aber das sieht einfach geil aus. Also so in der Tiefenschärfe, klar, da sieht man, dass es gestreamt wird, weil die Details einfach nicht scharf sind. Okay. Nomad, Sie kommen mit. Aber trotzdem vollkommen in Ordnung. Was war jetzt hier Sache? Ich muss doch reinstürmen und alles niedermetzeln, richtig? Sichern das Gelände. Hören Sie, die KVA hält in dem Dorf einen Zivilisten fest. Nur einen Blick entfernt. Suchen Sie das Dorf und sammeln Sie möglichst viele Informationen. Ich bleibe hier und überwache Ihren Funkverkehr. Die Lokalisierung der Geisel hat Priorität. Verstanden? Verstanden. Psycho wird Ihnen helfen, sobald wir hier fertig sind. Das Spiel gibt es aktuell, also dieses Spiel, der erste Teil, ist für kompatibel Steam und Epic. Die Trilogie gibt es aktuell bei Epic zu kaufen für knapp 50 Euro. Es gibt allerdings auch im Moment noch eine Aktion, dass ihr euch 10 Euro Gutschrift sichern könnt, beziehungsweise Rabatt, wenn ihr die Werbeeinstellungen aktualisiert. Das könnt ihr... Also es wird auf jeden Fall ein Banner eingeblendet, wenn ihr euch bei Epic einloggt. Und da könnt ihr euch nochmal 10 Euro sichern. Also ist noch ein bisschen günstiger. Und dafür bekommt ihr drei fantastische Spiele spielbar mit GeForce Now.
Und der erste, wenn ihr es schon auf Steam haben solltet, dann funktioniert das auch mit GeForce Now. Aber erst nur der erste Teil. Also viel mit Erkunden ist hier nicht so in den Gebäuden. Also ihr könnt hier zum Beispiel so ein paar Sachen anmachen, ausmachen, aber auch nicht so wirklich was finden. Das ist ein bisschen schade. Also irgendwie auch gar nicht so belohnt, dieses Erkunden. Aus dem Fenster springen finde ich komisch, funktioniert nicht so. Also er nimmt jetzt hier diese Hürde nicht. Das bin ich von den modernen Shootern gewöhnt, dass es funktioniert. Hier merke ich schon, dass die Performance ein bisschen runtergeht. Hier könnte es interessant sein, mal. Ich wechsle jetzt einfach nochmal zu Dokumentationszwecken auf hoch, dann gucken wir uns das an. Und dann soll es zumindest für diesen First Look schon mal gewesen sein. Ich gebe beide Daumen hoch. Wenn ihr Shooter mögt, wenn ihr dieses Szenario mögt, wenn ihr Action wollt, brachiale Action wollt vor allem, dann ist das genau das, was ihr euch holen solltet. Aktuell über GeForce Now spielbar. Andere Veröffentlichungen wüsste ich nicht, dass da was geplant ist. So, ich stelle mal eben hier um auf optimale Einstellungen. Und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht und wie es performt. Ihr könnt zur Not ja auch noch den Videomodus runterstellen, vielleicht die Auflösung drosseln. So, er hat fertig. Warum? Jetzt kann ich hier nicht so einmal fertig klicken. Und ihr seht, er hat alles auf hoch gesetzt. Wo haben wir denn hier Raytracing? Raytracing-Qualität ist hoch. Ich glaube, hier ist hoch auch das höchste. Nee, da geht auch noch mehr. Egal, wir lassen es jetzt einfach mal so. Und es hat schon ein bisschen Einfluss, aber ich glaube, am Ende läuft es ein bisschen flüssiger. Mal einmal die Maus nutzen. Ja, das fühlt sich auch ziemlich gut an. Ich glaube, Tastatur und Maus. Das Witzige ist ja, ihr könnt hier mit dem, ich habe jetzt hier den linken Stick des Controllers spiele ich und ich schaue mich um mit der Maus. Das funktioniert also bei GeForce Now auch ziemlich gut. Also wenn ihr ein bisschen Bock habt auf rumexperimentieren, geht. Jetzt stürze ich mich in dieses Fahrzeug dort, denn auch Fahrzeuge gibt es hier. Und würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Würde mich sehr über einen Daumen und einen Kommentar freuen. Wie findet ihr das Spiel? Holt's euch? Oder habt ihr es damals schon gespielt? Ich ja nicht, das ist für mich das erste Mal. Und wie sieht's mit den anderen Teilen aus? Die folgen hier auch noch in einem First Look über GeForce Now. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.